Die seltenen Karpfen sollen mal wieder gehen. Im Discord gibt es schon mehrere Beiträge von seltenen Karpfen hier auf nicht so seltenen Spots. Also der Spot ist natürlich absolut bekannt. 83, 145, wo denn sonst? Gerade wenn man lauffaul ist und trotzdem ein paar schöne, seltene Karpfen fangen will. Mann, da muss ich doch gleich direkt erstmal testen, was geht denn hier, wie lüptet denn? Und es läuft tatsächlich schon mal ganz gut. Zumindest zwei seltene schon dabei, die ersten Abendstunden jetzt mitgenommen und die Nacht über, ja, da ging auch noch ein bisschen was, aber nicht so ganz viel. Aber immerhin sind ein paar Brocken schon reingegangen und jetzt hoffe ich doch hier auf die Morgenstunden, dass hier gleich nochmal so richtig was reingeht. Zack, ausgeworfen, natürlich wie immer hier auf 35 Meter geklippt. So, zack, zack, zack. Komplett übertriebenes Setup. Wer hat, der hat. Easy. Ansonsten natürlich auch mit dem, was du an Karpfen-Setup hast. Einfach rein damit. Und dann hoffen, dass es geht. Bei mir sieht es im Moment so aus. Und das ist mein größter Goldkarpfen gewesen bisher. 18,9 Kilo Goldkarpfen. 18,9 Kilo. Und Alter, guck mal, wie der blendet. Wenn das mal nicht blendet, Alten. Hammerhart, oder? Mann. Da ist er. 18,9 Kilo. Größter Brocken ever. Der könnte auch Trophy sein. Finde ich aber mal fair, Alten. 18,9 schmeckt. Ja, so kann das gerne weitergehen. Und natürlich auch schon den Geist der Spiegelkarpfen. Auch der war schon dabei. Nehmen wir auch gerne natürlich noch mehr von mit. Denn davon war im Discord schon einiges zu sehen. Der Juri hatte hier nämlich schön was rausgezogen. Und seine Geister hier auch schon gepostet. Einer mit 7 Kilo. Dann noch einer mit 6 Kilo war dabei. Und da war noch einer mit 16 Kilo dabei. Und das alles eben hier an der Stelle ohne PVA. Ohne Futtermische. Und anfangs habe ich hier auch direkt getestet. Ohne PVA, ohne alles. Also hier unten der erste Bereich, das ist alles ohne PVA. Und dann habe ich jetzt gerade angefangen, zu den Ködern, zu den Verwendeten, auch mal eine Futtermische herzustellen. Und die ist natürlich jetzt auch rausgeschmissen. Also mittlerweile ist Futtermische am Spot. Und auch damit funktioniert es auch noch richtig gut weiter. Alter, was ist bei mir passiert hier, Alten? Fliegt ja erstmal so halb durch die Gegend. Jawohl, kein Problem. Also, Futtermische. Ja, Futtermische gucken wir uns gleich an. Setup gucken wir uns gleich an. Köderkombi gucken wir uns gleich natürlich alles an. Ich ziehe erstmal die Brocken raus hier, denn das lüppt ja gerade schon wieder. Zack, wieder gerahmter. Mehrere gerahmte auch schon. Gar nicht verkehrt. Die gerahmten bringen auch gut Cash. Zack, einmal richtig reinzwiebeln hier und gib ihm. Und dann weiter reinkurbeln. Langsam kurbeln, nicht so schnell. Ich kurbel hier nicht mehr mit Shift, denn ich habe gerade hier viel zu dicke Rollen drauf. Ich will ja nicht, dass hier noch irgendwelche Ausschlitzer getriggert werden. Muss ja nicht sein. Und ja, die kommen halt mit der Zeit einfach rein. Ich bin komplett übertrieben reingegangen von den Haken. 4-0er Haken. Einfach mal draufgegangen und gedacht, komm, irgendwann müssen ja auf die komplett übertrieben großen 4-0er Haken vielleicht auch mal übertrieben große Karpfen reinballern. Werden wir sehen. Ich meine, der 18 Kilo Goldkarpfen ist ja schon mal nicht so schlecht. Das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Also da kann gerne noch mehr gehen. Er hier eskaliert auch ein bisschen. In die Bremse gehen sie noch nicht. Übrigens habe ich hier gerade so richtig schön maximal Gummischnur drauf. Also Nylonschnur vom Nordmeer. Die hat einen richtig nicen Dehnungseffekt. Und hier unten die Actionbar, wow, ist richtig schön in Action und wobbledy bobbledy. Geht hier schön weich, gehen die Kopfschläge rein. Und es fühlt sich tatsächlich ganz gut an. Also da kann man ganz gut auch die dickeren Brocken locker mit reinkurbeln. Also das lübt. Wäre vielleicht eine Option, ist allerdings sehr, sehr dick.
gucken wir uns gleich auch nochmal eben an. Eben die beiden Fische hier noch rausziehen und danach gib ihm. Also ich übertreibe es jetzt hier nicht. Ich könnte auch einfach dicht machen, rückwärts laufen und so weiter. Hier jeden Fisch einzeln einfach quer, torpedomäßig durch das Wasser jagen. Mache ich aber nicht. Ach du Scheiße, da ist schon direkt der Nächste. Warum mache ich das nicht? Darum mache ich das nicht. Zack, nächstes Teil, Alter. Geisterschuppenkarpfen, 12,7 Kilo. Was geht denn ab hier? Sensationell. Zack, sofort wieder raus. 35 Meter. Mehr davon. Das ist ja schon der Hammer. Zack, und der nächste Brocken. Einmal kurz anschlagen, aber mit Schmackes. Und danach locker einkurbeln. Ist das der Hammer? Geisterschubi. Auch richtig groß. Oh Mann, das kann ja richtig Cash geben gleich. Wahnsinn. Ich glaube, da kann man sich nochmal schön getrost hier ein paar Stunden hinhocken. Einfach so halb AFK. Alles mitnehmen, was so reinkommt. Nebenbei ein paar YouTube-Videos gucken. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft immer. Und dann schön hier die Karpfendinger reinziehen, die seltenen. Das ist doch der Burner, ey. So, guck mal, der hat sogar noch ein bisschen Bock, geht leicht in die Bremse. Apropos Bremse, ich habe die Bremse immer ein bisschen lockerer, damit die, wenn die richtig wollen, auch ziehen können. Also damit die eben, wenn die richtig eskalieren und nochmal richtig Gas geben, dann können sie Schnur nehmen. Aber solange sie sich normal verhalten, werden sie reingekurbelt. Aber wenn sie übertreiben, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, weil dann reißt es halt ja richtig doll am Haken. Und wenn sie dann zu doll reißen, dann schlitzen sie ja vielleicht aus. Deswegen habe ich die Bremse immer schön auf entspannt, ein bisschen lockerer eingestellt. Bei der Wenger war das auch immer so. Da hatte ich die meist so um die 20 herum eingestellt oder ein bisschen drunter. Und wenn dann die größeren Brocken gekommen sind, immer noch geguckt, dass die immer die Schnur noch ziehen können, wenn sie richtig hart reingehen. So, komm mal ran jetzt hier. Nun gib mal Gas, denn wir wollen uns natürlich das Setup angucken. Die Köderkombi. Die Futtermische und dann haben wir es schon, oder? Und dann machen wir hier einfach schön weiter. So, jetzt komm mal ran. Soll ich mal auf Speed machen? Aber nachher ist das wieder ein seltener und ich verliere den auf Speed. Das wäre natürlich ärgerlich. Und wir machen mal so ein bisschen auf Speed. Komm mal ran hier. So. Ein bisschen nach oben ziehen. Vielleicht kommt er dann ein bisschen schneller. Eieieiei. So. Und jetzt auch noch reinpumpen hier. Es ist ein seltener. Ich glaube, ich habe da schon eine Schwanzflosse. Oh. Ne, ist ein gerahmter. Ist ein gerahmter, aber auch nicht schlecht. 10 Kilo plus gerahmter. Nehmen wir doch gerne mit hier. So, komm ran. Auf den komplett übertriebenen Rollen. Mir fehlen Routen. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin hier mit den... Wisst ihr was? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier auch auf diesen Routen und auf den Rollen. Man muss irgendwann hole ich mir das Ganze nochmal einfach. So ein Ding ist das. Ich hole mir einfach irgendwann nochmal das Ganze. Dann sind die hier, die schon ein bisschen verschlissen sind, immer noch ideal fürs Karpfenangeln. Ich habe schön die Pluswerte drauf auf den Routen. Und die Rollen, ja, da muss ich mal gucken, ob ich die nochmal hole. Wahrscheinlich eher nicht. Erstmal abwarten, was übrigens Neues kommt. Imagine, Koi-Karpfen angeln. Und dann, wir hatten ja schon gesehen, auf dem Foto gab es ja schon so Leaks. Eine neue Route, die Rolle sah auch anders aus. Also da heißt es jetzt erstmal sparen für mich und gucken, was es da alles Neues gibt. Dann ist natürlich die Frage, was kostet so ein Rodpot? Alter, das muss ja auch noch alles finanziert werden. Mann. Komm mal ran hier. Rodpot kann schon was kosten, ne? Was meinst du? Was kostet ein Rodpot? Was wird der so kosten? Und ist der Rodpot extra? Vielleicht auch einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Beziehungsweise sind die Bissanzeiger extra auf dem Rodpot? Da gab es ja unter dem Rodpot-Video schon ein paar Diskussionen. Tja, ist... Jawohl, 13er Spiegel. Na, guck. So, jetzt will ich aber langsam mal reingucken hier. Komm. Zack, zack. Raus damit wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der zieht auch noch ab. Und da geht's schon wieder los. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier in partout nicht weg. Also. Ich würde sagen, ich ziehe den jetzt hier mal eben raus. Und danach gucken wir direkt ins Set.
Eieieiei, was für ein Monster-Drill auch schon wieder. Der hat aber auch Bock, ey. Und wenn man dann auch noch so vorsichtig reingehen will und es nicht so übertreiben will, dann dauert das tatsächlich ein bisschen. Aber naja, man will ja auch nicht, dass er dann auf einmal abhaut, ne? Wäre ja auch irgendwie schade. Dann hast du da so einen dicken Brocken dran und dann ist er auf einmal weg. Ärgerlich. So, nun komm ran hier, Alten. Auf die letzten Meter. Schön auf entspannt. So, schön nach vorne schwimmen. So geht das. Nach vorne schwimmen geht immer gut. Ach, was ist denn das, Alter? Ein Spiegel, ne? Ist das ein einfacher Spiegelkarpfen? Ich glaube, das ist ein einfacher Spiegelkarpfen. Ey, der hat aber auch Bock, Alter. Der sieht aber groß aus, oder? Und ja! 27,7 Spiegelkarpfen Trophy. Alden, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Alden. Hammerhart. Schnell wieder auswerfen, denn der Spot ist ja noch heiß hier. So. Alter, der Lütte wird aber jetzt hier raketenmäßig durch das Wasser gescheppert. Und weißt du was? Ich schmeiß gerade mal nicht mehr raus, Alden. Ist ja nicht auszuhalten. Zack, und der Nächsten, den pumpen wir jetzt hier aber mal rein. Komm, volles Mett. Zack, zack, zack. Wofür ist das Setup denn da und so groß? Gib ihm. Gib ihm und gib ihm. Irgendwann müssen sie auch mal rankommen hier, die Karpfen, Alter. So, schön an die Oberfläche ziehen und danach Wasserski. Hui, so geht das. So mog wie das. Schön an der Oberfläche lang gleiten lassen. Zack, und dann lübt das auch hier mit den kleinen Bengels. So, 10 Kilo ran. Und jetzt stehen lassen das Ganze. Setup angucken. Lecko funny, Alten. Also, Setup ist wie folgt zusammengebaut. Wie gerade schon beschrieben, mit der Nylonschnur. Super weich, super smooth. Sehr, sehr, sehr schön. Dehnungseffekt auf dieser Schnur. Und das puffert natürlich wahnsinnig die Kopfschläge ab. Passt, kann man gut verwenden. Natürlich auch für kampfstärkere Fische. So ein Karpfen. Naja. Geht auch. So. Das Ganze natürlich wie immer, ne, 36 Kilo maximal, was geht. 4-0er Haken, wie gerade schon gesagt, bisschen übertrieben. Ja, komplett übertrieben. 1er Haken würde auch reichen, aber ich wollte heute mal komplett übertreiben. Und dann das Ganze hier mit Honigcreme und mit Kokossahne. Pop-up Rig, das Ganze. Pop-up Rigs, dann hier Honigcreme 18, Pop-up 22, Kokos, Nektar, also... Honigcreme 18, Kokossahne 22, beides als Pop-up und Nektar von Kokos, genau, Kokosnektar. Hier habe ich dann mal den wilder Honig, den wilden Honig habe ich mal als Dip reingemacht. Wir sind ja hier schön auf Honig und auf Sahne, Honigsahne und hier ist ja Kokos, also nee, Honigcreme, also Honigsahne-Kombi ist ja hier schon als Boilie und dann eben Kokossahne. Also es ist alles schon so nah beieinander und lecker süß und sahnig. Und hier das Ganze nochmal und hier ist dann auch nochmal die Futtermische. Natürlich das Ganze ins PVA getüttelt, rein damit, raus damit und gebe ihm Weizenkleie habe ich genommen. Ein bisschen was Hochwertigeres als Basis, eine hochwertige Basis genommen. Nicht wie immer hier auf Erbse oder Mais. Nö, mal ein bisschen was Feineres, was Besseres. Dann rein mit den Kokos-Feed-Pellets, 12er und 7er Berghonig-Feed. Und nochmal Honig-Cream-Boilies geschreddert. Da jetzt einfach nur die kleinsten genommen, weil ist egal, welche Größe am Ende. Wenn die geschreddert sind, haben sie alle die gleiche Größe. Aber es ist nochmal ein etwas besserer Partikel in dem Ganzen. Honig hier als Aroma, raus damit und gib ihm. Und wir haben hier schon wieder den nächsten Brocken dran, so mog wieder. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, den ziehen wir noch raus. Und wenn er draußen ist, geht es natürlich auch nochmal eben zum Shop, beziehungsweise zum Café oder zum Fischmarkt. Und dann gucken wir natürlich nochmal eben rein in die Preise, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Zack, ab zum Fischmarkt. So, natürlich schauen wir als Erstes noch ins Café rein und gucken, ob wir da was abgeben können. Schuppenkarpfen ist mit drin, Spiegelkarpfen, Trophy ist mit drin, 257 Silber. Das ist sehr angenehm. Kratsching.
Die nehmen wir natürlich mit. Und jetzt gucken wir in den Fischmarkt. Also 257 nach Preisen sortieren. Nochmal hier 157, 90 Silber, 30, 25 und so weiter und so weiter. 600 mit Kaffeeauftrag, 800, 900 Silber knapp. Das passt in einer Spielzeit von fast 2 Stunden allerdings auch. Und die erste Stunde komplett ohne Futtermische. Also auch ohne Futtermische hat das doch ganz gut funktioniert. Kann man also auch machen. Ne? Also die ersten 200 Tacken sozusagen sind da mit drin. Und dann die nächsten, da waren natürlich die spannendere Fische drauf. Hier einmal der Geister-Schuppi und der Goldkarpfen und die Trophy auch noch mit dabei. Ist natürlich alles sehr angenehm. Also hat sich absolut gelohnt. Kratsching, raus mit den Kohlen oder weitermachen, würde ich sagen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.